Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei den SNES Classics, bei dem wir alle 21 Spiele für 21 Minuten spielen und das in einem Zeitraum von 21 Tagen. Ich bin der Failord und beim letzten Mal haben wir Street Fighter gespielt und das habe ich keine 21 Minuten gespielt, weil ich es nicht gut finde. Deswegen spielen wir jetzt den Anfang von Secret of Mana und ich weiter rumladere. Würde ich sagen, 21 Minuten gehen ab jetzt. Ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und ich weiß, ich kann ja jetzt quasi nur den ersten, also den Anfang spielen von einem RPG, was natürlich eigentlich nicht viel aussagekräftig ist, aber vielleicht macht mehr Spaß, als ich denke. Und glaubt mir, auf das Spiel werde ich jetzt nicht so viel rumhaten wie in der letzten Folge auf Street Fighter 2 zum Beispiel. Und das ist ja eins der großen Klassikerspiele offensichtlich, auch eins, was ich noch nie gespielt habe. So, select the ladder using control pad. Okay. Okay. Failo? Nee. Dann bin ich einfach der Faili. Dann bin ich nur der Faili. Using the power of mana, civilization had grown strong. In time, mana was used to create the ultimate weapon, the Mana Fortress. This angered the gods. They sent their beasts to destroy the fortress. A violent war rocked the world, and mana seemed to disappear. Before all was lost, a hero with a mana sword smashed the fortress. Though the civilization had been destroyed, the world was peaceful again. But time flows like a river and history repeats. Again. Und hier haben wir jetzt einmal die Übersicht über die ganze Welt. Wie man sieht, die Welt ist flach. Die Flat Earth Society all around the globe. Hey, guys, wait up! Ah! Shh, be quiet, the Elder will find us here, and he'll be mad. Yeah, we're not supposed to be here, there's a ghost around. Ha, you don't really believe that. People say that to scare us. But I heard Grandma say something about a shiny object near the falls. That must be some kind of treasure. We have to find it. Help! I'm falling! Ah! Ah! Wir haben echt gute Freunde. Kaplatsch. Ah! Ouch! Phew! No way to get back up. Now what I'm going to do? Now what am I going to do? Die Sache ist, wir sind voll in dieses kleine Becken hier gefallen. Mit Wasser. Voll mit dem Rücken auf dem Boden, aber uns geht's gut. Da war ja Wasser, ne? Und keine Ahnung, wie weit wir runtergefallen waren, aber es sah sehr aus. Faili, Faili. Nö. Schauen wir doch einfach mal. So. Guck mal, das ist ein Schwert. The village is this way. I have to find something to cut through. Ja, ich würde sagen, nehmen wir doch einfach das Schwert. Faili, remove the sword. Who are you? And what's the sword doing here? Egal. Ow. That light's so bright, I can't see. Flashbang. Ah. Faili, it is I who asked the sword. Huh? Say what? You mean you're the sword? Ich habe keine Ahnung, was genau da stand. Aber ich glaube, irgendwie sowas war das gewesen. The brilliant light is gone in an instant. Okay. I have to get back. So, jetzt haben wir ein Schwert.
Offenbar. Oh. Hab gar nicht mitgekriegt, dass der Dingens und die Strömung uns entgegengeht. Ah, okay. Und wir laden offensichtlich unseren Schwerthieb auf. Und je mehr wir warten, desto stärker ist es dann vermutlich. Würde ich jetzt fast schätzen. Wow, what's a rabbit doing in a place like this? Okay, rabbit, wie auch immer. Bam, rabbit gets whacked. Alles klar, get whacked. I'm the whacking even. Okay, das ist offenbar so ein RPG, wo man die Gegner alle so kaputt macht. Ah, man sieht schon, ja. Also wenn ich die ganze Zeit wie wild drauf rumkloppe, dann mache ich immer nur so ganz wenig Damage. Aber wenn ich dann halt aufgeladen habe, mache ich wesentlich mehr Schaden. Also jetzt mit voller 100% waren es 18. 14. 4. 3. Alles klar. So, wir wurden jetzt noch nicht einmal beschädigt. So. Schütteln wir mal die Truhe. Candy! Rusty Sword, okay. Okay. Viel mehr können wir hier irgendwie auch noch nicht machen. Wir haben keinerlei... Bisher keinerlei... Inventar oder so. Jedenfalls nicht, dass ich es einsehen könnte oder irgendwie ein Menü oder sonst irgendwie. So, bam! Wenn ich ein bisschen Geduld habe, dann ist das doch schon viel besser. So, einmal die Truhe irgendwie neben mir herschütteln. Candy! Sehr schön. Bam! So, die Rabbits haben mir bisher noch nichts getan. Das heißt, die können mir vielleicht nichts tun. Vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Bam, so. So, machen wir die einfach mal platt. So, komm schon. So, das waren 8 Schaden, sehr gut. So. Und noch mehr Rabbits. Fail Weapon Skilled up, cool. So, jetzt bitte erstmal die Truhe schütteln. Jetzt war es schon besser. Candy. Ja. Also ich wette, dass die Gründe, warum dieses Spiel so beliebt ist und so ein Klassiker und sowas alles, das kommt dann halt später in der Story, nehme ich an. Was steht denn da drauf? Forest of Limits. Also da ist der limitierte Wald. Oh. Kann ich das Candy irgendwie einsetzen, bitte? Nö, kann ich nicht. Okay, also wenn ich öfter auf das Ding einschlage, dann kommt der Schaden nach und nach irgendwie auf das Rabbit zu. Wie man gerade gesehen hat. Aua. Sie können mir wehtun. Sie können mir wehtun. Ich bin Level 2. Cool. Candy. Komm. Candy. Candy. Achso, ich war sowieso voll geheilt, weil ich aufgelevelt bin. Bam. Bam. Okay. Noch eine Truhe. Cool. Machen wir mal. Zack, 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 zack. Und? Candy won't fit. Ich habe nur Schwert. Ich kann, aber sonst. Ich kann noch kein. Ich kann noch nichts. Kein Inventar öffnen. Ich habe gerade jede Taste versucht zu drücken. Hat aber nichts hingehauen. Wer weiß. Vielleicht muss ich erstmal im Dorf gewesen sein. Hi, Oma. Did you see that, Faye? A minute ago, something lit up the sky near the falls. I have a real bad feeling about this. Hey, Faye, stop playing with that sword before you hurt someone. Ich brauchte das Schwert, um überhaupt hierher zu kommen, weil ich es nicht schaffe, durch ein paar Büsche durchzulaufen. Sorry. Aber nein. Pass auf,
ob du mit dem Messer rumspielst, weil du könntest dir wehtun. There's a strange guy in here. He looks kind of scary. Gucken wir einen scary Dude mal an. Bist du das? Man. That guy seems to be a knight from somewhere. What's he doing here? Ich weiß auch nicht, was er hier macht, aber... Was geht mit dem da oben ab? Oh, it's you, Feli. Elliot was pale about you... About to faint. What happened? Ach, ich bin nur irgendwie ewig viele Meter runtergeflogen, mehr nicht. Der da oben geht ja voll ab zu der Musik. Aber bei der Musik hier kann ich mir sehr gut vorstellen, wie bei sowas wie AGDQ zum Beispiel, einfach das ganze Publikum mitgeht und macht. Wieder so einer. Oh, an errand for the elder. Best hurry along. What'll be? Gucken wir mal bei. Kann ich denn Candy? Overalls? Bandana? Cup of Wishes? Und ein Magical Herb? Aber nee, danke. Ich will erstmal nix. Anything else? Nope. Danke. Be seeing you. Ich würde halt sehr gerne mal in mein Inventar gucken. Kann ich aber nicht. Oh, ich kann rennen. Okay. Ach, das ist mein Ausdauermeter. Okay. Okay, das da unten ist so eine Ausdauerleiste. Help! Monsters have surrounded the village. Something's wrong. We'd better stay inside. Alles klar. Dann steh mal da weiterhin, so wie du jetzt so dastehst. Schön in Pose. Feli, you're not hurt. They just told me what happened. I thought you were a goner. I told you it was stupid to bring someone like him along. You idiots, weren't you told not to go there? Huh? Feli? What's that you have? Oh, sorry. Oh no, it couldn't be. Cool. Did you find the treasure? Way to go. What have you done? How could you have pulled out the mana sword? It's impossible. Nobody was ever be able to summon him. Moment, das war falsch. The mana sword? Legend has it that our village is finished. If the sword is removed, and here it is. It is said that the mana sword has been protecting our village from disaster. So that's it. That's why all the monsters are attacking us now. Yup. How could an outsider like you yank out the sword and bring doom to us all? War ganz einfach, ich hab B gedrückt. Aua! Hey, stop it! You did this! It's your fault! Aua! You! Please stop! Wow, Earthquake! Erdbeben! No! Help! A monster! You have a sword, don't you? Use it! Hey, can you hear me? Watch how the monster moves before attacking! Okay, er geht nach vorne, er geht zur Seite, slash, slash. Ich bin direkt unconscious, natürlich! Gem Missile Level 0. Aua. Alter, was soll denn das? Der trifft mich ja hundertprozentig. Okay, lass mich raten. Hier muss man drauf gehen. Hä? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Ja toll, null. Bin tot. Hang on, I'll help you. Clear your mind. Wait till you have 100 power and aim carefully. Ich kann dagegen nichts machen. Das ist gemein. Hallo? Ich konnte nichts tun. Alter, ich kann dagegen nichts machen.
Ne, ich kann gegen sowas nichts machen. Hang on, I'll help you. Clear mind. Ja, das wussten wir doch schon. Ich werde immer getroffen. Ich werde immer getroffen. Ich kann dagegen nichts machen. Will das Spiel mich eigentlich verarschen? Ich gehe immer unconscious. Alter, was macht denn der komische Typ da rechts unten? Nee, du? Yay, yeah, ich hab's besiegt und ich bin nur zweimal draufgegangen. Wupp, wupp. Yay, sehr schön. Oder auch eher nicht so. Yeah! Nicht ganz. Way to go! Got Swords Orb. You did it! Wait there, I'll pull you up. Okay. Tschüss, du Baby. That appears to be the real mana sword. Huh? What? It is supposed to be pulled out by a knight in times of great trouble. Problem is, you're too young. Something must have happened to the mana sword. Here, it's yours. Sorry, but the sword is losing its power and must be re-energized. Only the person who pulled it free can do that. What should I do? Visit Sage Luca in the Water Palace. She's been protecting these lands for over 200 years. Listen to her advice. Ich würde gerne erstmal wissen, wie ich in mein Inventar komme, wie ich blocken kann und warum der mich immer getroffen hat. Feili, the elder wants you in his house. Well, I have to be off. Oh, my name is Gemma. Ach so, der Typ. I'll wait for you inside the Water Palace. Ich dachte jetzt, das war der Junge, der Timothy oder wie er heißt. Get going. Ja, tu ich doch. Ganz ruhig. Elder, can't go on like this. We can't go on like this. Yeah, there's no relief in sight. Oh, Feili. You've really done it to me this time. The reason why monsters have appeared is because you removed the sword. It's settled. We can't let Feili stay in the village anymore. If we do, more monsters will come after him. Go. Get out of here. Yeah. On your way now, you're a rockstar. I don't want to do this, but I have no choice. I'm going to have to ask you to leave the village. You can take what's in the treasure chest downstairs. Okay, dann raube ich euch schnell nochmal aus. Schüttel, schüttel, schüttel. 50 Grand Prix, cool. Heading out, see you later. Naja, eher nicht so, aber egal. I took you in and I raised you, but there's nothing I can do to help. Please forgive me. I know I've told you this before, but your mother brought you to this village when you were just a baby. Soon afterwards, she disappeared. I took you and have done my best and raised you, but now we must part. I truly hope you can find your mother someday. Goodbye, Feili. Tschüss! I'm going on an adventure. Ich gehe in ein Abenteuer, Leute. Auf ein Abenteuer. Lass mich raus. Everything you need? Yup. Danke. Tschüss. You are hereby banished from Potos Village. Now get out of here. Okay. Tschüss, Leute. Musste gerade einen Schluck trinken. So. Okay, er stellt sich automatisch so hin. Damit komme ich ins Menü. Ich habe keine Ahnung, wie man blockt, ganz ehrlich. So, war da oben nicht gerade noch ein Weg? Moment. Hier ist noch ein Weg. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber... Flint oder so? Hi! We, the Cannon Travel Brothers, are building a global network. Going to the Water Palace? Gemma's already left. He paid your way, too. Hop in. Thank you. Don't get hurt. Just slide into the cannon. Okay, ab zum Wasserpalast. Warum auch nicht?
Don't get hurt. Wir werden mit einer Kanone durch die Gegend gefeuert. Kanonenkugel! Und ab ins Wasser. Platsch. Nein, wir knallen einmal voll auf den Boden. Autsch. We came from Pandora to fight Alien. Alienie. The Witch in the Haunted Fortress. Danke, Forest. Wie, was auch immer. Okay. So, hier haben wir Wasser und das wird wohl der Water Palace sein. Let's go, Faeli. Alles klar. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier nicht, denn die 21 Minuten sind laut meinem Timer auch schon wieder um. Ja, also das ist schon mal ein sehr interessanter Anfang für ein RPG und auch wenn ich zweimal draufgegangen bin, eigentlich, das macht auf jeden Fall Laune. Also ich kann verstehen, warum Leute das mögen. So, aber wahrscheinlich, damit halt man irgendwie das auch vollkommen, ja, das halt vollkommen versteht und sonst was alles, muss man auch ein bisschen länger spielen und dann macht es bestimmt auch irgendwie noch mehr Laune und alles. Ja, und ich würde an der Stelle sagen, das wär's mit dieser Folge der SNES Classics und Secret of Mana. Und beim nächsten Mal spielen wir dann Mega Man X. An der Stelle sage ich dann erstmal aber Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Abonnieren, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Und an der Stelle sage ich wie eh und je Tschüss. Bis dann.